Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Eagles Show. Heute mit zwei ganz besonderen Gästen. Ihr kennt sie vielleicht von, weiß nicht, so, MTV läuft nur im Kabel, ne? Ja, MTV, wir waren kurz nur über Astra und jetzt mittlerweile laufen wir einfach nur in McDonalds-Filialen. Ja, ja. Immer die Fitnesscenter digital. Ja, aber es gibt ja genug McDonalds-Filialen. The future is not you. Future is not... Ey, fuck reality, Alter. Ey. Man muss schon mal benehmen, schön, wenn ihr da seid. Zu Gast seid. Nee, schön, dass ihr da seid. Simon, Budi. Oh. Da kommt dann ja. Ich mag ja eigentlich den Eddie gar nicht so gern. Aber wir mögen uns sehr. Ja, hier ist die gute Seite. Wisst ihr, was das Geile ist? Die beiden zwei Plätze anbauen, aber es geht nicht. Es ist asymmetrisch. Das Geile ist, dass die beiden ja den weiten Weg aus Hamburg angetreten haben, extra gelaufen zu Fuß, immer bergauf, nur um hierher zu kommen. Und die unfassbar viel miteinander geredet haben. Aber es hat nicht dazu gereicht, das zu kommunizieren, was sie anhaben. Deshalb haben sie beide wahrscheinlich ein von MTV gesponsertes Hemd an. Nein, das haben wir im selben Laden gekauft, aber ich habe nie gesehen, dass er das gekauft hat. Wie schlecht ist das denn? Ja. Nein, das ihr habt original beide das gleiche Hemd an. Wir haben leider angefangen, uns gleich anzuziehen und uns auch gleich zu benehmen, was für mich ein sehr negatives Ja, aber mich Effekt wiederum lässt es ein bisschen gut, weißt du, ich krieg was von der guten Seite. Aber du siehst auch toll aus heute, Simon. Ja, ich finde auch. Ja, an mir steht das Hemd wesentlich besser als an dir. Das ist auch okay. Moin. Ja, schön, wir dass ihr da aber gleich noch schön, um. Dass ihr. Du bist ja ganz alter Hase gewesen. Du kamst 2004. So wie du. Ja, damit bist du eigentlich ein bisschen zu früh, weil wir haben jetzt ja erst die Jahre 2000 bis 2001 und 2. Also ist das eher so die alte Ecke? 2001 bis 2003 machen wir jetzt. So, nee, wir schauen mal rein. Doch. Unglaublich. Da werden Erinnerungen wach, ne? Also von uns beiden. Die beiden waren ja noch nicht da. Nee, damals war die Leben dann. Ich dachte, du wolltest noch was sagen. Das war schon. Damals war die Wall noch so das absolut, also die Leinwand war so das Ding, wo wir alle gesagt haben, da möchte ich mal drauf gamen. So heute, wenn ich mal euch beide angucke, hat jeder sowas daheim. Naja, habe ich gehört. Also ihr verdient ja so viel Geld. Aber man muss wirklich mal sagen, wenn man so den Rückblick da hat, was da so alles passiert ist. Gerade Wand erinnere ich mich an Powerstone-Matches und ähnliche Geschichten. Ja, da gab es eigentlich nur ein Powerstone-Match, an das ich mich erinnere. Ja, man muss vielleicht ganz kurz dazu erzählen, das war halt Powerstone auch auf der Dreamcast übrigens. Simons absolutes Lieblingsspiel. Und er hat halt in der Challenge immer verloren. Ja? Der Simon war so einer, der hinter der Kamera immer ordentlich sich geschlagen hat, wenn wir Tekken gespielt haben, auch regelmäßig mal gewonnen hat und so. Sobald es on-air in der Sendung in die Challenge geht, hat er von jedem auf die Fresse gekriegt. Von jedem. Sogar von Jörg. Sogar von Jörg damals, der wirklich gar nicht spielen konnte. Und dann hat er auf ganz komplizierte Art und Weise hat er es geschafft, dass sein Lieblingsspiel in die Challenge gewählt wird. Das war Powerstone. Ich weiß noch, wie das war. Und, dann noch hast du noch gesagt, dass ich gegen dich dort antreten soll, weil du so deinen Plan nicht richtig deklassieren wolltest. Also ich hätte, wir waren ja ganz unten, wir waren ja die Unbeliebtesten, was ich gar nicht verstehen kann. Und dann gab es die Möglichkeit, wenn wir einen ganzen Monat lang nicht gevotet werden in die Challenge und dann aber an einem Tag und da gewinnen, dann hatten wir so einen Multiplikator, der uns dann ganz nach oben an die Spitze katapultiert hätte. Und das hat auch geklappt, nur dass ich dann verloren habe. Also das war die einzige Komponente in meinem ausgeklügelten Plan, die dann nicht so... Und das Lustige ist ja, dass die Leute immer denken so, ja, ist ja alles Spaß und gute Laune. Aber bei der Challenge damals war es wirklich regelmäßig so, dass danach, ich erinnere mich auch an das Worms-Match, danach ist erstmal, da kannst du nicht mehr mit der Person zusammen moderieren. Was dumm ist, wenn man zusammen moderieren muss. Weil du hast richtigen Hals auf die Person. Der Simon war so sauer nach diesem Powerstone-Ding, dass der im Prinzip die Sendung nicht, die war gefährdet. Das ist unfassbar. Und du nach dem Worms-Match, und auch wenn man nicht gerade auf Sendung war, ich habe als Praktikant gegen dich Monopoly, eine Webversion gespielt, weil kein Mensch mit dir spielen wollte. Warum und ich war Praktikant und sollte halt irgendwie, ich wollte integriert werden, habe gewonnen und du hast 3 Tage nicht mit mir gesprochen. Ja, was ist das auch für eine Arschloch-Aktion von einem Praktikanten direkt gegen die Neuen zu gewinnen? Ja, das ist Was verstehst du denn unter Integration? Es war Monopoly.
Aber ich kann mich an viele Tekken-Matches erinnern, die wir oft vor der Sendung hatten. Und dann ging das so um 3 Uhr nachmittags los, dass irgendjemand mit Tekken-Tag angefangen hat. Und dann kamen die Matches. Und irgendjemand hat dann immer aufs Maul gekriegt und war dann in der Sendung danach wirklich pisst. Also es war regelmäßig so. Und oft war es Eddie, oft war es... andere Leute haben sich ja gar nicht getraut. Ja. Aber eigentlich waren es nur wir. Eigentlich nur. Wir haben die Fahne hochgehalten. Competition. Allgemein. Ja, hier, ich hab noch ein Video. Ja, wir haben ein Video bekommen von die drei Beisens, glaube ich. Genau, eine alte Fanzeit. Ja, und die gucken natürlich schon von Tag 1 an fleißig und haben auch immer auch vor YouTube schon mitgeschnitten und haben einfach mal was zusammengebastelt und das schauen wir uns mal an. Genau, das Video, muss man dazu sagen, ist von Rebecca. Ne? Ja. Die hat das geschnitten in diesem Sinne. Danke, Rebecca, wir gucken mal rein. Viele Erinnerungen. Ja, wie jung wir da alle sind, ne? Und wie lang das ging. Und wie lang das ging. Mann, danke Rebecca. Ja, das ging ja länger als die Jahre in Echtzeit. Das Gute, was ihr wahrscheinlich nicht weißt, das können wir einfach benutzen als Showreels, wenn wir irgendwann mal irgendwo anders arbeiten. Ja, wir wollen ja dann ja, aber wer will denn woanders arbeiten? Ja, eben, weiß man ja nicht. Weiß man ja nicht. Weiß man ja nicht. Das so. Stimmt. Wir würden Giga ja niemals verlassen. Nein. Nein. Das wissen wir. Glaubt ihr, das ja, wissen wir. Es gibt ja Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Nils, Eddie. Ja. Ja. Hier. Vielen Dank. Sollen wir nicht noch mal kurz mal ein bisschen für unsere Zuschauer... Nein. Nee. Komm. Die können den ganzen Tag zugucken. Nee, ja. Wir müssen jetzt auch mal uns ein bisschen ganz um uns ehrlich. Kümmern. Das stimmt. Nee, was wolltest du denn machen? Nee, weiß ich nicht mehr. Jetzt ist vorbei, oder? Jetzt ist wieder frei reden. Nein, ich wollte mal hier auf unsere Giga-Geburtstagsseite gehen. Oder wir können die Webcam auch noch mal... Die Webcam, ja, aber wir haben ja auch einen Live-Blog, wo man chatten kann gerade. Live. Hallo, Live-Blog im Blog. Hallo. Wo ist der Live-Blog? Das Internet. Da, hier, guck mal, da ist die Lobby. Hallo, Lobby. Zum ersten Mal haben wir auch eine Lobby. Ah, da. Den habe ich vorhin schon gemacht. Hat keiner verstanden. Ich habe ihn verstanden. Das heißt, wenn wir jetzt direkt mit Ihnen reden wollen, müssen wir alle mit dem Rücken zu der echten Kamera. Hallo, Lobby, winkt mal, wenn ihr uns hört. Hallo. Achtung, von wem? Und jetzt springt mal alle. Alle hüpfen. Alle hinsetzen, alle auf den Boden setzen. Jetzt, hinsetzen. Alle auf den Boden setzen. Alle müssen sich auf den Boden setzen. Nein, das ist denen zu blöd. Nein, alle auf den Boden setzen. Alle auf den Boden setzen. Alle das Geo werfen. Schnell. Nein. Ihr habt nicht viel Zeit. Okay, ich schalte die Kamera wieder aus. Ihr seid super, danke. Hier, du bist ein sehr destruktiver Mensch. Ja, ich weiß, deswegen bin ich ja auch bei Giga rausgeflogen. hier, Achtung, kleines Quiz, von wem war das? Immer. Wer hat das gemacht? George W. Bush? Nein, derselbe, der auch immer. Ach, Hannes Appell. Also, ja. Das konntet ihr jetzt nicht wissen, nee, aber. Nee. Hannes ist vielleicht eine, das ist eine sehr schöne Anekdote. Hannes ist super. Kennt ihr den Film? Ihr kennt ihn, Grandma's Boy? Ja, klar. Mhm. Da gibt es ja auch diesen super Nerd im Ledermantel, der immer den Roboter macht. Und Hannes ist tatsächlich auch immer. Der kam aus der Küche, wir saßen im Teufelskreis und Hannes kam original so rein. Ja, so. Aber man hat ihn 3 Minuten lang gehört, bevor er dann endlich in der Tür erschien. Und er hat die Nummer durchgezogen und wir saßen alle da, haben gearbeitet und er macht diesen Roboter und nachdem er fertig ist mit seiner 3-minütigen Robotervorstellung, guckt er so und so völlig Selbstzufriedenheit so. Ja, ich weiß, das war gut. Ja, ne? ihr seid schon ein bisschen auch beeindruckt. Ne? So, von meinen Roboter-Skills. Aber pro kleine Männchen, die sich so komisch bewegen. The Sims! Das war ja hier der Hit, ne? Im Jahr 2000. So. Ich kann mich an deine Sims-WG erinnern, wo alle abgefackelt sind. Oh ja, das war toll. Ja, aber du wurdest ja auch gequält. Du hast so einen eigenen Raum bekommen, der war 1 Quadrat, so klein wie es irgend ging. Und da wurdest du eingemauert, lebendig. So genau, und weil du nicht früh genug gestorben bist, haben wir dann noch Feuer gelegt. Das stimmt. Und jetzt viel Spaß mit den vielen Jahren, die noch kommen.